Vor fast 7 Jahren produzierte ich während meines ersten Playthroughs von Final Fantasy XV ein 6-teiliges Videotagebuch. Und ich hatte so viel Freude daran, dass ich mir dachte, wieso nicht das gleiche auch mit Final Fantasy XVI machen? Eben. Auf den ersten Blick könnte der Ausgangspunkt kaum unterschiedlicher sein. Während Final Fantasy XV das eifrig zusammengeschusterte Ergebnis von jahrelangen Entwicklungsneustarts und Verschiebungen war, scheint Final Fantasy XVI unter idealen Umständen veröffentlicht worden zu sein. Das verantwortliche Entwicklerteam rund um Produzenten Naoki Yoshida schien von Anfang an genau gewusst zu haben, was sie hier erschaffen wollten, und genießt einzigartig viel Vertrauen in der Community. Die Trailer trafen auf Begeisterung, die Produktion Werte scheinen immens. Ob Final Fantasy XVI es also tatsächlich schafft, alles anders zu machen als sein Vorgänger, der mich einst so sehr enttäuschte, finden wir es heraus. Das Spiel beginnt in einem Ausblick auf die Zukunft, in der ein Phönix gegen den mächtigen Ifrit kämpft. Der Ausblick hier dauert nur ein paar Sekunden und erscheint mir erstmal wirklich total deplatziert. Wieso wird mir so ein großer Moment in den ersten Sekunden... Warte mal. Das kenne ich doch. Das ist doch einfach mein Skript zu Final Fantasy XV. Das Spiel beginnt mit einem Ausblick auf die Zukunft, wo ein älterer Noctis mit seinen 3 Kameraden gegen einen auf einem Thron sitzenden Riesen kämpft. Der Ausblick hier, der dauert nur ein paar Sekunden und erscheint erstmal wirklich total deplatziert, mir zumindest. Wieso wird mir so ein großer Moment in den ersten Sekunden des Spiels gespoilert? Ja, von wegen alles anders. Wobei ich es bei Final Fantasy XVI noch weniger verstehe, warum wir so loslegen. Im Fall des Vorgängers verbrachte ich am Anfang viele Stunden damit, ein kaputtes Auto zu reparieren und Fetch-Quests zu absolvieren. Eine kleine Prise Action zu Anfang ergab also durchaus Sinn. In Final Fantasy XVI dagegen bekomme ich innerhalb weniger Minuten bereits eine der beeindruckendsten Videogame-Schlachten, die ich je gesehen habe, in die Netzhaut gebrannt. Meine Güte, ich will ganz ehrlich sein, in den Trailern und Previews hat mich Final Fantasy XVI technisch oft nur mäßig begeistert. Diese Intro-Sequenz ist aber schier unglaublich in ihren Produktionswerten. Auch und vor allen Dingen, weil die Zwischensequenz phänomenal gedreht und geschnitten ist. Keine lahmarschigen Pseudo-Plan-Sequenzen à la God of War, keine amateurhaften Cuts, die den Aufprall einzelner Schläge und Tritte ihrer Wirkung berauben. So viele Videospiele vergessen, dass Regie und Editing selbst eine Kunst für sich ist und Final Fantasy XVI zeigt bereits in den ersten Minuten, wie es besser geht. Besonders beeindruckend dabei, der verantwortliche Cinematic Director Kazutoyo Maehiro, der auch Creative Director und Autor des Drehbuchs ist, scheint das erste Mal überhaupt in solch einer Rolle tätig zu sein. Aber genug über die Präsentation geschwärmt, was ist hier überhaupt los? Als Hauptcharakter... Clive, umgehen wir das Schlachtfeld auf geheimer Mission. Wir suchen irgendeine Frau. Weitere Informationen sind fürs erste Fehlanzeige. Stattdessen springen wir mitten in eine scheinbar zufällig ausgewählte Game of Thrones Szene, in der mir unbekannte Leute über mir unbekannte Reiche und deren Beziehungen zueinander reden. Irgendjemand will hier die Hilfe von irgendjemand anderem und bekommt sie nicht. Das ist so ziemlich alles, was ich hier gerade verstehe. Was ich dagegen vollends verstehe, Final Fantasy XVI setzt alles daran, von Anfang an klarzumachen, dass wir hier eine andere Geschichte erleben, als wir es von der Serie gewohnt sind. Soldaten sterben blutig und brutal auf dem Schlachtfeld und ich bin geradezu schockiert, Menschen scheinen in diesem Universum tatsächlich zu... ficken? Ja,
Guck mal einer an! In einer Serie, in der romantische Gefühle nur selten über den kinderfreundlichen Geschmacksvorgaben einer Young Adult Schmonzette hinausgingen, lässt Final Fantasy 16 in den ersten 20 Minuten schon einen 2 Meter großen Mann seiner Liebhaberin an eine Wand werfen und sein Gesicht in ihren Brüsten vergraben. Da mag ein HBO-Produzententeam nur amüsiert drüber kichern können, für JRPG-Verhältnisse war diese Szene aber in etwa auf dem Niveau eines Owen Grey Dreier-Pornos. You cock. Wenn es so weitergeht, sehen wir bis 2060 tatsächlich mal einen nackten Arsch in Final Fantasy. Ich kann es kaum erwarten. Nachdem Final Fantasy 16 seine neue Liebe für Gewalt und Blut an diesem armen NPC zur Schau stellt, machen wir einen Sprung 13 Jahre in die Vergangenheit. Clive trainiert als ältester Königssohn, um als Schild für seinen kleinen Bruder Joshua zu dienen. Dieser ist trotz seines jüngeren Alters der Thronfolger, weil er die Macht des Icons bzw. Espas Phönix in sich trägt. An dieser Stelle ein kleiner Hinweis, ich habe das Spiel auf Englisch durchgespielt. Im Deutschen sind Namen oder Begriffe aber immer wieder anders, wie zum Beispiel hier, wo im Englischen die großen, mächtigen Wesen Icons heißen und im Deutschen eben Espa. Ich bin dazu übergegangen, im Normalfall zu versuchen, immer die deutschen Begriffe zu verwenden, aber deswegen sind die Begriffe, die ihr hört, ab und zu ein bisschen anders als die, die ihr in den Untertiteln seht. In Final Fantasy 16 werden die klassischen Beschwörungen, aka die Espas, nämlich von einem sogenannten Dominus kontrolliert, so wie Joshua einer ist. Wir bekommen unterdessen die Grundlagen des Kampfsystems beigebracht. Mit Viereck wird eine Basiskombo absolviert, eine perfekt getimte Ausweichbewegung triggert die genreübliche Witch-Time und einen besonders starken Konterangriff. Mit Dreieck schießt Clive einen simplen Feuerball auf den Gegner. Nach einer sehr frostigen Begegnung zwischen Clive und seiner Mutter Annabella kommt schließlich unser Vater und Erzherzog Elvin zu Hause an und bittet uns um ein privates Gespräch. Er berichtet von einer Fäule, die das Land im Norden heimgesucht und verschlungen habe. Um uns gegen diese mysteriöse Macht zu wehren, plant Elvin, das Nachbarreich der Eisernen anzugreifen und so einem erwarteten Angriff ihrerseits vorauszukommen. Und um anschließend die Macht über ihren sogenannten Mutterkristall zu erlangen, dessen Segen wir wohl brauchen, aus irgendeinem Grund. Keiner dieser Punkte wird wirklich weiter ausgeführt. Alle Charaktere im Spiel wissen schließlich schon genau, was das Eiserne Königreich oder der Drachenhauch ist und was der Mutterkristall bringt. Der Vorteil, gerade zu Anfang spart sich Final Fantasy 16 größtenteils die langweilige Exposition. Der große Nachteil, um zu verstehen, was in den Cutscenes eigentlich passiert und in welcher Relation viele Figuren und Königreiche zueinander stehen, müssen wir ein neues Feature namens Active Time Lore benutzen. Auf Knopfdruck erscheint eine kleine Auflistung aller in dieser Cutscene relevanten Figuren, Orte und Ereignisse, wo ich mir dann ausführliche Informationen zu ihnen durchlesen kann. Das ist ein ziemlich cooles Feature, aber auch eines, was in Final Fantasy 13 in Form des Datalogs bereits furchtbare Konsequenzen mit sich trug. Dort war es nämlich nahezu unmöglich, große Teile der Geschichte zu verstehen, wenn man sich nicht nach jedem Kapitel die ausführlichen Zusammenfassungen im Datalog durchließ, wo sich dann zahlreiche wichtige Informationen versteckten. Zu Anfang des Spiels bin ich noch bereit, ein gewisses Maß an Verwirrung mitzutragen. In Game of Thrones brauchte ich schließlich auch fast eine ganze Staffel, um die politischen Verstrickungen einigermaßen zu verstehen und einordnen zu können. Falls das Spiel nach 10 Stunden allerdings immer noch genauso abhängig von seinen Lore-Einträgen ist, dann müssen wir mal ein ernstes Wörtchen darüber reden. Bevor wir gemeinsam in den Krieg ziehen, soll Clive sich aber zunächst einmal beweisen und eine Horde Goblins in einem nahen verlassenen Dorf erlegen. Hier kommt eine weitere Besonderheit von Final Fantasy 16 zum Vorschein. Wir reisen nicht selbst von Ort zu Ort, stattdessen besteht die Weltkarte lediglich aus Icons, mit denen wir uns zum nächsten Level teleportieren, in diesem Falle nach Stillwind. Und damit sind wir auch tatsächlich im ersten richtigen Gameplay-Segment von Final Fantasy 16 angekommen. Stillwind ist im Kern eine sehr geradlinige Abfolge von Kampfarenen, in denen ich zwischendurch alle paar Minuten mal die X- oder R2-Taste drücke, um ein Hindernis aus dem Weg zu treten oder mich durch eine Lücke zu zwängen. Der Kampf macht aber wirklich Laune. Bereits nach 2-3 Kämpfen können wir so ziemlich alle grundsätzlichen Kampffertigkeiten freischalten. Neben den bereits erwähnten Optionen gehört dazu noch die Möglichkeit, Schwert- und Magieangriffe aufzuladen, mit einem Stinger zum Gegner zu dashen und mit dem richtigen Timing zwischen jedem Angriff der Viereck-Viereck-Viereck-Viereck-Basis-Kombo einen besonders effektiven Magieangriff zwischenzuschieben.
Das ist nun wirklich keine besonders ausufernde Auswahl an Angriffen oder Kombos. Die Viereck-Kombo ist bisher noch die einzige verfügbare, einzigartige Angriffsfolge. Aber für den Start bietet es eine ganz solide Grundlage. So schnetzle ich mich durch die noch nicht besonders anspruchsvollen Goblins, bis ich schließlich beim Boss des Levels ankomme, einem serientypischen Morbol, der früher mal Malboro hieß in älteren Teilen. An diesem Punkt führt Final Fantasy 16 nun das erste Mal Quicktime-Events als Spielmechanik ein, auch wenn nur in sehr zurückgefahrener Form. Ich habe massig Zeit zum Reagieren und die Sequenzen verlangen immer eine von drei Sachen von mir. Ein einzelner Angriff mit Viereck, das wiederholte Hämmern auf Viereck oder eine Ausweichrolle mit R1. Ich bin ja grundsätzlich wirklich ein großer Fan von gut gemachten QTEs. Nicht umsonst gehört Asuras Wrath zu einem meiner Lieblings-Action-Spiele. Final Fantasy 16 übertreibt es leider arg mit seinen Effekten. Nicht nur erscheint in der Mitte des Bildschirms der Knopf, den ich drücken soll, der gesamte Bildschirm wird zusätzlich auch noch mit farbigen Spezialeffekten vollgeklatscht, die mir ebenfalls verraten, welche Aktion ich nun durchzuführen habe. Es gleichzeitig aber unmöglich machen, überhaupt noch irgendetwas zu erkennen. So sind die Cutscenes und Angriffe dann zwar sehr cool inszeniert, die QTE-Einblendungen ziehen mich aber ehrlich gesagt immer ein bisschen aus dem Spielgeschehen raus. Den Morbol erfolgreich erledigt, stößt Clive schließlich zu seinen Kameraden am Phönixtor, wo sich Joshua als Dominus den Segen für den kommenden Krieg abholen soll. Dabei bekommen wir ein paar richtig schöne atmosphärische Cutscenes geboten. Bei einem Saufgelage brechen die Soldaten etwa in Gesang aus und der Liedtext fungiert gleichzeitig auch noch als wunderbar natürliches Worldbuilding. Louder, my friends! Louder! Gleichzeitig wird Clive allein durch sein Fernbleiben von diesem Festmahl charakterisiert und darf anschließend einem ausführlichen Gespräch auch noch seine Beziehung zu Joshua vertiefen, der sehr nachvollziehbare Zweifel an seinen vererbten, gottgleichen Fähigkeiten hegt. Was Final Fantasy 16 in diesen ersten Spielstunden hervorragend gelingt, ist, seine Figuren wie echte, lebendige Menschen wirken zu lassen. Gerade bei Rollenspielen aus Japan sorgt die oftmals steife Übersetzung dafür, dass Dialoge ziemlich hölzern daherkommen. Das ist hier nicht der Fall. Die Welt von Final Fantasy 16 ist eine fantastische Version des europäischen Mittelalters und die englische Sprachausgabe, auf die auch sämtliche Lippenbewegungen in den Cutscenes ausgelegt sind, passt hervorragend zu den nicht minder überzeugend geschriebenen Figuren. I was born to be your shield. That is why I was given the Phoenix's blessing. To keep our future ruler safe. No matter what. Ausgehend von den Trailern war meine größte Befürchtung, dass die Dialoge zu hochtrabend geschrieben wurden und jeder Charakter spricht, als wäre er ein Fürst, während auf der anderen Seite ehrliche Emotionen und alltägliche Sprüche auf der Strecke bleiben. Bisher ist aber das Gegenteil der Fall. Könige sprechen wie Könige mit ihren Untergebenen, Soldaten fluchen dagegen, wie man es bisher in einem Final Fantasy noch nicht gehört hat. Ob der große Plot dieses durch die hochwertigen Dialoge getätigte Qualitätsversprechen einlösen kann, das muss sich erst noch zeigen. Es befindet sich qualitativ, aber bereits nach wenigen Stunden mehrere Welten zwischen dem Writing von Final Fantasy 16 und seinem direkten Vorgänger. Oh, habe ich gerade Plot gesagt? Scheint so, als habe er mich gehört. In der Nacht wird unsere Truppe von Soldaten des Kaiserreichs Sanbrek angegriffen. Besonders cool, für eine kurze Zeit darf ich auf der Flucht sogar Joshua persönlich steuern, inklusive eigener Angriffe. Aber es hilft nichts. Nachdem ich mich wiederum als Clive einige Minuten lang durch eine reichlich unspektakuläre Abfolge immer gleicher Räume schnetzle und schließlich als Boss einen Dragoon erledige, wird unser Vater auf der Flucht umgebracht. Und Joshua erweckt als Reaktion den Phönix. Oh, fuck. Kill him now. My God. Phoenix. Joshua!
Clive muss verzweifelt zusehen, wie Joshua völlig die Kontrolle über den neunschwänzigen den Phönix zu verlieren scheint und wird plötzlich selbst von einem Schmerzanfall heimgesucht. His shield. Do your duty. Save him. My lord? Und damit sind wir wieder am Anfang des Spieles angekommen. Der Kontext ändert aber wenig daran, dass ich das strukturell immer noch für eine reichlich dämliche Idee halte. Diese Szene verliert nun nämlich einen großen Teil seines Impacts, weil ich halt genau das vorher schon gesehen habe. Nun muss ich zwar zusätzlich noch mit einem Fadenkreuz aktiv zielen, groß verändern tut das das Spielgefühl aber auch nicht. Nachdem Adler Gandalf und der Nicht-Balrog eine Weile in den Erdkern zu fliegen scheinen, kommen sie schließlich in einer gigantischen, mir völlig rätselhaften Höhle an, in der unzählige meterhohe Säulen in die Luft ragen. Beim Durchschauen der Footage sah ich, dass Joshua diesen Ort als Apoditerium bezeichnet, der Ort, an dem seine Segnung stattfinden sollte. Weiter wird's nicht erklärt, aber ein fixer Blick auf Wikipedia ließ mich wissen, dass als Apoditerium der An- und Auskleideraum in einem römischen öffentlichen Bad genannt wurde. Ja, ich schätze, die Autoren und Übersetzer von Final Fantasy 16 wollten einfach einen cool klingenden lateinischen Begriff nutzen. Oder römische Bäder sahen sehr anders aus, als ich dachte. Wer weiß das schon. Was ich definitiv weiß, ist, dass das hier alles verdammt nochmal arschgeil ist. Sorry, ich muss es so klar sagen. Spielerisch ist hier tote Hose, ich halte die R1-Taste und ziele grob in die Richtung von Ifrit, aber ehrlich stören tut es mich nicht. Die unglaublichen Schauwerte, gepaart mit dem völlig eskalierenden Soundtrack, machen aus dieser Sequenz ein solches Spektakel, dass ich gar nicht anders konnte, als die ganze Zeit zufrieden vor mich hin zu kichern. Toll. Falls ihr mein Final Fantasy 15 Tagebuch gesehen habt, werdet ihr euch vielleicht daran erinnern, wie sehr ich dort, abgesehen von einigen wenigen Szenen, die berühmt-berüchtigte Epik typischer Final Fantasy Spiele vermisst habe. Neben der am Anfang dargestellten Schlacht zwischen Shiva und Titan ist diese ganze Sequenz eine phänomenale Absichtserklärung, die mich richtig gespannt auf den Rest des Spiels werden lässt. Egal wie erfolgreich wir in der Shoot'em-up-Passage aber sind, Joshua unterliegt Ifrit schließlich und wird in der Folge brutal zerhackt, während er Clive um Hilfe anfleht. Und an dieser Stelle wird es etwas kompliziert, denn ich glaube, ich muss hier eine Spoilerwarnung rausgeben, ohne das aber ganz sicher sagen zu können. Ich bin mir nämlich relativ sicher, einen späteren Twist hier durchschaut zu haben, muss aber davon ausgehen, dass das den meisten von euch auch so geht. Was das Spiel hier nämlich scheinbar erzählen will, ist Folgendes. Clive sieht eine ihm unbekannte Person zu einem Feuerwesen werden, das sich schließlich in Ifrit verwandelt, die Burg mit all seinen verbündeten Soldaten auslöscht und anschließend seinen Bruder umbringt, während Clive nichts anderes machen kann, als zu schreien und Rache zu schwören. Das ist dann auch so ziemlich die gesamte Motivation von Clive in der Gegenwart. Er will den Mörder seines Bruders finden und töten. Jetzt gibt's da nur ein großes Problem. Ich habe alle Geschehnisse von Anfang an so interpretiert, dass hier ziemlich eindeutig Clive
selbst zu Ifrit wird und seinen eigenen Bruder angreift. Zwar versucht das Spiel hier und da mit kleineren Tricks so zu tun, als würde Clive tatsächlich als Zuschauer die Geschehnisse beobachten, so wirklich geklappt hat das für mich aber nicht. Der Griff zur wackeligen Handkamera will in dieser Szene zum Beispiel implizieren, dass wir das Geschehen aus Clives eigenen Augen beobachten und dieser Metal Gear Solid 5 Bösewicht eine andere Person ist. Wenn man genau hinguckt, bemerkt man aber, dass der Soldat vermutlich nicht auf die unsichtbare Ego-Perspektiven-Person am Boden reagiert, sondern eben auf den Feuermann selbst. Zudem litt Clive unmittelbar vor dem Erscheinen Ifrits unter mysteriösen Kopfschmerzen. Und solange Ifrit auf dem Bildschirm ist, sehen wir Clive kein einziges Mal außerhalb dieser besagten First-Person-Shots. Zudem, wie sollte sich Clive an den Kampf von Phoenix gegen Ifrit überhaupt erinnern, so wie er es zu Anfang tut, wenn er selbst gar nicht dabei gewesen war? Vielleicht stellt sich das alles noch als Blödsinn raus und es war gar nicht so, wie ich es gerade beschreibe. Falls die Offenbarung, dass Clive selbst Ifrit ist, aber wirklich ein großer Twist spät im Spiel sein sollte und ich bis dahin so tun muss, als ob ich von dem Racheplan Clives überzeugt sei und nicht bereits wüsste, worauf es hinauslaufen wird, dann könnte diese Erfahrung ziemlich schnell frustrierend werden. Frust empfinde ich auf erzählerischer Seite aber auch jetzt schon. Denn nach dem Esper-Kampf kehren wir zurück in die Gegenwart, wo wir nun einen groben Kontext dafür erlangt haben, was wir eigentlich machen und wer wir sind. Für den nächtlichen Angriff vor 13 Jahren zeigte sich nämlich Clives Mutter Annabella verantwortlich, die gemeinsame Sache mit dem Kaiserreich Sanbreck zu machen scheint und ihre Familie und ihr Herzogtum verriet. Anstatt Clive töten zu lassen, wurde er als Soldat in die kaiserliche Armee rekrutiert, womit wir dann bei meiner Frustration angelangt wären. Dieser grobe Kontext reicht mir nämlich einfach nicht aus und es verbleiben mir viel zu viele Fragezeichen. Zunächst einmal, Clive hat nach dem Kampf gegen Phoenix plötzlich einige seiner Fähigkeiten erlangt. Keiner hinterfragt das, nicht mal er selbst? Wieso nicht? Aber vor allen Dingen, wieso kämpft er nun seit 13 Jahren scheinbar ohne viel Gegenwehr für das Reich, das für den Tod seines Vaters und die Eroberung seiner Heimat verantwortlich ist? Also klar, er macht das nicht freiwillig, aber irgendwie scheint es mir arg unglaubwürdig, dass dieser von Rache so extrem eingenommene Final Fantasy Protagonist mit magischen Superfähigkeiten, die es ihm erlauben, Dutzende Gegner gleichzeitig auszulöschen, dass der sich einfach so von einer fremden Armee rekrutieren lässt und dann als geheimer Supersoldat für sie Attentate durchführt. Vielleicht wird sein fehlender Widerstand noch ausführlicher in irgendeinem der Wiki-Einträge erläutert, so scheint mir da aber ein wesentlicher Teil der Hintergrundgeschichte ein bisschen zu fehlen. Ein Attentat scheint gerade auch tatsächlich unser Ziel zu sein. Mit einer Spezialeinheit bestehend aus Soldaten mit magischem Talent sollen wir die Verwirrung auf dem Schlachtfeld nutzen, um den Dominus von Shiva zu töten. Leichter gesagt als getan, denn der Dominus stellt sich als unsere alte Freundin Jill heraus, die einst auf dem Königshof mit Joshua und Clive eng befreundet war. Auch hier habe ich wieder etwas mit der Inszenierung des Spieles zu kämpfen. Mir erschien es nämlich von Anfang an als sehr offensichtlich, dass es sich bei dieser Frau um Jill handelte. Clive dagegen reagiert zunächst überhaupt nicht auf sie. Erst nach einem ausführlichen Bosskampf erkennt er Jill wieder und tötet zu ihrem Schutz nach einem weiteren Bosskampf seinen noch übrig gebliebenen letzten Kameraden. Bevor die Armee des Eisernen Königreichs dann aber über Clive und Jill herfallen kann, werden sie von einem mysteriösen Fremden gerettet, der sich schon bald als mein neuer Lieblingscharakter herausstellen wird. Cid. Der hier nicht nur offensichtlich die Macht von Donna Espa Ramu in sich trägt, sondern viel wichtiger, im Englischen von Ralph Ineson gesprochen wird. Dessen unglaubliche Stimme hat schon den Story-Modus von Diablo 4 komplett für mich getragen. Und zu sehen, dass er nun auch in prominenter Rolle in Final Fantasy 16 heimisch geworden ist, das macht mich extrem glücklich. I'm not about to leave her here. Not when we've a warm bed waiting. It's all right. You're welcome to join us. You do want to help her, don't you? Cid, if we aren't back soon, Nan will have our heads. I'll explain everything once we're back at the hideaway. Come on. Genauso wie die Rückkehr unseres Hundes Torgal, der nun ein paar Zentimeter größer geworden ist. Cid bringt uns in ein Versteck, in dem er sogenannte Träger ein Zuhause gibt. Träger, so werden die Menschen in der Welt von Final Fantasy 16 bezeichnet, die Magie wirken können, ohne auf Splitter der Mutterkristalle zurückzugreifen. Ihr genauer gesellschaftlicher Stand unterscheidet sich von Königreich zu Königreich, so ziemlich überall scheinen sie jedoch auf die ein oder andere Art unterdrückt zu werden. Selbst in Rosaria, wo Träger im Vergleich zu Ländern wie dem Eisernen Königreich noch relativ gut behandelt werden, fungieren sie als Sklaven für die restliche Bevölkerung und sind rechtlich das Hab und Gut ihrer Besitzer und Meister.
Dass Magier in dieser Fantasiewelt mal keine verehrten, mächtigen Zauberer sind, sondern ihre Fähigkeiten für ihre Unterdrückung sorgen und sie teils als glorifizierte Wäschetrockner herhalten müssen, halte ich für ziemlich spannendes Worldbuilding. Auch hier ist aber Skepsis durchaus angebracht, finde ich. Ob Square Enix eine so offensichtliche Sklaverei-Parallele nämlich wirklich mit dem benötigten Feingefühl ohne Holzhammer-Methoden zu thematisieren weiß, da bin ich mir noch nicht so sicher. Sid möchte verständlicherweise die Kampfkünste Clives für seine Bewegung gewinnen und versucht Clive als Beschützer der Träger zu rekrutieren. Der will davon aber wenig wissen und hat etwas ganz anderes vor, nämlich den mysteriösen Kuttenträger zu finden, von dem er glaubt, er habe Joshua umgebracht. Und hey, es stellt sich raus, dass Sid gerade erst von einem seiner Spione gehört hat, dass in einer Siedlung in der Nähe ein Feuerdominus gesehen wurde. Die nächste Aufgabe ist also klar, gemeinsam mit Sid begeben wir uns nach Kielbrück, aka Lostwing. Aber erst in der nächsten Folge. Und für alle UnterstützerInnen, die uns bei Patreon Steady mit mindestens 5 Euro im Monat unterstützen, gibt es ein ganz besonderes Schmankerl als großes Dankeschön für den Support, ist nämlich die gesamte Videotagebuchreihe, ja, alle Folgen bereits online. Dort für Supporter gibt es einen Link und dann bekommt ihr, ich weiß noch nicht, ob ihr zu den einzelnen Videos kommt oder zu einem einzigen langen Video, das muss ich im Schnitt noch gucken, aber wenn ihr da draufklickt und den Support uns gibt, dann bekommt ihr sofort Zugriff auf alle 7 Folgen dieses Videotagebuchs und Leute, es sind, das kann ich euch jetzt schon sagen, mehrere Stunden Unterhaltung. Das Skript ist extrem lang. Deswegen, es lohnt sich wirklich. Falls ihr uns aber nicht unterstützen könnt oder möchtet, ist das auch komplett okay. Dann kommt hier nächste Woche die nächste Folge dieses Videotagebuchs. Aber ja, falls ihr den Rest bereits sehen wollt, dann könnt ihr das jetzt bereits machen bei Patreon und Steady. Ihr bekommt außerdem Zugriff auf zahlreiche Videos und Podcasts aus der Vergangenheit, wie etwa meinen ausführlichen Rückblick auf The Matrix Path of Neo oder dem Finale meiner großen Videoreihe zur Geschichte von Kingdom Hearts. So, vielen Dank für euren Support und euch nur noch einen wunderschönen guten Tag. Bis zum nächsten Mal und tschüss.